Gucken wir uns als nächstes eine weitere Methode an, die ein if enthalten soll. Wir werden sehen, dass dann noch so ein kleines bisschen so eine Variante passieren kann, eben mit optionalen Werten, wie man damit umgehen kann. Also, was soll ich eigentlich, was will ich machen? Die Methode soll einen Langnamen für den Studiengang als Ergebnis liefern. Also statt IT soll dann da stehen Informatik-Technische Informatik. Sonst der im Objekt eingetragene Studiengangsname soll das ursprüngliche Ergebnis bleiben. Also wenn da irgendwie was anderes drin steht, XYZ, soll auch XYZ rauskommen. Genau, das können wir in der Klasse Student schön realisieren, weil da haben wir den Studiengangsnamen drin und wollen den Langnamen berechnen. Und da können wir mal überlegen, wie das genau aussieht. Und eine Variante sehen wir hier dran. Ich mache mal die Variante mit dem Ergebnis. Da mache ich ganz einfach schon mal, dass ich das nicht nur einfach deklariere, sondern this.studiengang hier reinschreibe. Das heißt also, der Wert steht in Ergebnis drin. Dann prüfe ich für this.studiengang, ich könnte auch Ergebnis nutzen, bist du IT? Wenn es so ist, wird Ergebnis neu gesetzt auf eben einen neuen String, der erzeugt wird, Informatik, technische Informatik. Und dann wird Return Ergebnis gemacht. Ja, das ist also dann die Methode, die hier drin steckt. Was ist das, was jetzt eigentlich neu ist? Neu oder eben trickreich ist diese Idee. Ich setze also mein Ergebnis bereits auf ein mögliches Ergebnis, das es gibt. Dann prüfe ich und setze das Ergebnis gegebenenfalls auf einen anderen Wert und gebe das Ergebnis zurück. Das heißt, wenn diese Prüfung hier scheitert, also ich theoretisch in den Else-Zweig gehe, wird nichts mehr mit Ergebnis gemacht. Da Ergebnis aber schon am Anfang den richtigen Wert bekommen hat, ist das kein Problem. Ich spare schon wieder den Else-Zweig. Also man kann das auch konservativ mit dem Else programmieren, aber das hier ist schon mal deutlich geschickter dann. Also ich habe eine Hilfsvariable und nutze die hier. Das ist also dann damit machbar. Sie können auch mal überlegen, könnte man das auch ohne Hilfsvariable machen? Antwort ist ja. Überlegen Sie, wie das gehen würde. Können wir ja mal ganz kurz skizzieren, dann wie das aussieht. Dann würde man mal überlegen, was man da machen kann. Also ich lasse die ganze Zeile hier weg. Was müsste ich dann machen? This Studiengang equals ET, dann weiß ich, das ist das Ergebnis. Das heißt, hier steht nicht das Ergebnis drin, was hier steht, sondern hier würde dann wieder ein Return stehen. Das ist also das, was man da machen müsste. Und hier, hier komme ich hin, wenn der Studiengang nicht IT ist. Dann kann ich hier natürlich nicht das Ergebnis zurückgeben, sondern ich muss hier dann zurückgeben ein this, glauben Sie mal, das sollte ein T sein, Punkt Studiengang. Das soll das, was hier angedeutet wird. Also, turn this Punkt Studiengang. Das würde also auch gehen. Das sind beides Varianten dazu. Nebenbei programmieren Sie durchaus mal mehrere Varianten davon an und durch und probieren Sie sie aus. Das kann immer hilfreich sein. Das habe ich hier mal angedeutet, also indem ich hier mal eine Hilfsmethode geschrieben habe, die jetzt hier eben heißt, ein IT-Student ist in der Klasse Studentspielerei drin, also oder Analyse, um es formaler zu machen, egal. Ja, und dann erzeuge ich mir ganz einfach mal ein Beispielobjekt, sehen wir hier dran, eben dann Eva Lee, die IT studiert dann und dann gucken wir mal, wie das aussieht, machen wir auf Eva mal Langname berechnen, kriegen ein Ergebnis zurück. Könnten wir natürlich jetzt auch mit einer Ausgabe auf dem Bildschirm schreiben. Das ist für solche Bastelprogramme auch absolut erlaubt. Klar, aber ich gebe es mal zurück in der Sache, weil dann kann man es natürlich ein bisschen schöner angucken in unserem BlueJay. Und wenn ich das dann eben ausführe, da erkennen wir dran, dass ich eben, wenn ich die Methode ausführe, ich dann wirklich den String zurückkriege, den ich erwartet habe. Also das hier ist eine Spielerei. Und natürlich dürfen Sie Spielereien auch noch kürzer programmieren. Und ganz wichtig fürs Ausprobieren ist natürlich klar, das hier ist ein Fall für meine Alternative eben mit IT drin. Und Sie müssen dann natürlich mindestens noch einen zweiten Fall schreiben, kein IT-Student. Da sehen wir, Udo Lee studiert MID, ist auch ganz toll, aber eben gibt keine Langausgabe dafür. Und wir können dann eben wieder machen auf Eva, beim Punkt Langname berechnen. Sie sehen hier Copy und Paste, egal. Und dann eben steht das Ergebnis hier drin. Und dann sehen wir eben drin, der String, der returned wird, ist dann nur noch MID. Das heißt, wir sind in der Situation drin, dass wir da ja, ganz normal auch diese Variante ausprobiert haben. Kommen wir nochmal genauer zu den boolschen Ausdrücken, die es dort gibt. Die haben wir uns ja gerade schon mal angeguckt. Generell habe ich Ihnen schon was erzählt. Die Negation habe ich Ihnen genauer vorgestellt. Allerdings gibt es eben für die boolschen Ausdrücke noch die Möglichkeit, die mit und oder zu verknüpfen. Das heißt also, wir können dann aus einfachen boolschen Ausdrücken komplexere aufbauen. Das ist also dann etwas, was wir uns hier nochmal ein bisschen genauer ansehen wollen.
Die Boolschen Ausdrücke selber sind benannt worden nach George Boole, also einem Mathematiker, der die Boolsche Logik erfunden hat. Deswegen wird bei Boolsch, nebenbei schreibe ich das auch gerne groß, mittlerweile als Eigenname wird Boolsch auch gerne klein geschrieben dann, was wir dort haben. Ja, also Boolsche Logik heißt, wir haben nur zwei Wahrheitswerte, false oder falsch und true oder wahr, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Das sind die einzigen Werte, die bei Boolschen Ausdrücken, wenn sie ausgewertet werden können, rauskommen. Ist das sowas Besonderes? Antwort, durchaus. Also ist es sehr praktisch und wird sehr häufig genutzt. Kleine Randnotiz, es gibt weitere Logiken, die zum Beispiel noch einen dritten Wahrheitswert haben, undefiniert oder unbekannt. Undefiniert nicht mit null zu verwechseln, also unbekannt. Und dann kann man eben überlegen, der weder falsch noch wahr ist und dann kann man damit auch sehr gute Logiken machen. Das werden Sie nebenbei relativ schnell kennenlernen im dritten Semester bei Datenbanken. Da spielt das eine durchaus größere Rolle. Aber wir bleiben erstmal bei unseren Boolschen Ausdrücken. Das heißt also, Boolschen Ausdrücke geben einen Boolschen Wert zurück. Wir können Methoden schreiben. Den Typ Boolean kennen wir ja, den gibt es dort. Den kann man nutzen. Also kann ein einfacher Vergleich sein. Nebenbei hier angedeutet, die Reihenfolge ist absolut egal. Also Geburtsjahr kleiner 1900, 1900 größer Geburtsjahr ist semantisch identisch. Wenn Sie das irgendwie sich überlegen, was davon schöner ist, kann man sich da Regeln für ausdenken. Mache ich aber typischerweise nicht. Equals hatten wir auch schon kennengelernt, war die Möglichkeit eben auch rauszukriegen. Ein Geburtsjahr equals Matrikelnummer. Aha, das hier geht natürlich nur, wenn Geburtsjahr bitte keine elementarer Typ ist. Das hier deutet an, dass es ein elementarer Typ ist. Muss es nebenbei nicht sein, da kommen wir später noch drauf. Falls Sie dieses Equals hier mit Geburtsjahr irritiert, streichen Sie das von den Folien runter. In der Sache habe ich durchaus Verständnis für, was man dort machen kann. Aber ja, wir werden später noch sehen, dass wenn wir Objekte haben, die Zahlen enthalten, dass es da auch noch eine Möglichkeit gibt. Okay, also deswegen, Boolscher Ausdruck ist das hier auch. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Gleich prüft die Identität, Boolscher Ausdruck, kommt true oder false raus. Kleiner gleich, größer gleich, kennen wir für Zahlenwerte, Boolscher Ausdruck, kommt ein true oder false raus. Negation kennen wir auch, können wir eben dann zur Sicherheit immer so Klammern drum malen, um sicher zu sein, was negiert wird. Aber das kann man theoretisch auch darauf verzichten. Und wir können boolsche Variablen deklarieren und können dann damit spielen. Das sieht man hier auch nochmal dran. Zwei Variablen, y und z, jeweils mit dem Wert 500. Seid ihr gleich, jo, seid ihr ungleich, kommen wir nun hier raus, dass es not a statement ist in der Sache, was wir dort haben. Und da machen wir das y ungleich hier sauber. Wo ist der Unterschied? Ich hoffe, Sie sehen es. Hier habe ich ein Leerzeichen reingepackt. Das Leerzeichen hier darf da nicht drinstehen, weil der Operator muss so aussehen. Ausrufungszeichen, Gleichheitszeichen, muss direkt zusammenstehen. Einer der Plätze, wo kein Leerzeichen erlaubt ist. Ja, und wenn ich das ordentlich mache, dann seid ihr beiden ungleich, kommt false raus, ist der Wert, den man dort erwarten könnte. Um das noch ein bisschen systematischer zu machen oder zu ergänzen, gibt es eben noch die beiden Boolschen Operatoren und beziehungsweise oder. Ja, und damit können eben einzelne Boolsche Ausdrücke miteinander verknüpft werden. Und ein und ist ganz einfach wahr, wenn beide wahr sind. Ansonsten ist es falsch. Ein oder ist wahr, wenn einer der beiden oder beide wahr sind. Ansonsten, wenn beide falsch sind, ist es falsch. Also die Kurzformulierung ist, wenn beide falsch sind, ist es falsch, sonst ist es wahr. Es ist kein entweder oder, also nur einer davon ist wahr. Nur um das schon mal so im Hinterkopf zu haben. Ja, boolsche Ausdrücke kann man mit runden Klammern immer noch dann klammern. Man kann auch da nebenbei Rechenprioritäten setzen, wie Klammern ausgewertet werden. Das heißt, wir haben da die Möglichkeit, uns zu überlegen, dass eben dann zum Beispiel ein und stärker bindet als ein oder. Das gilt nebenbei auch. Und wenn Sie das nicht wissen wollen oder ändern wollen, ganz einfach setzen Sie Klammern dazu. Also Klammern binden mehr als Negation, diese bindet mehr als und das bindet mehr als oder. Das sind also dann so die Regeln, falls Sie sie auch mal lernen wollen. Ist sicherlich auch nicht falsch, den man da arbeiten kann. Man kann solche Ausdrücke und generell irgendwelche Formeln sehr schön mit Wahrheitstafeln aufschreiben. Dann haben wir hier ein und stehen, dann haben wir hier den linken Operanten stehen und hier den rechten. Das heißt, true und true ergibt true, true und false ergibt false, false und true ergibt false und false ergibt false. Ein true in der Ecke hier. Oder sieht dann anders aus, true oder true ergibt true, true oder false ergibt true, false oder true ergibt true
nur false oder false ergibt wirklich false. Die Negation hat nur einen Operanden dann, den es dort gibt. Und dann kann man eben sagen, dass aus dem true ein false wird und aus dem false ein true. Das sind dann die Möglichkeiten, die man dort hat. Und dadurch kann man dann eben komplexere booleische Ausdrücke schrittweise aufbauen und dann eben auch dann analysieren, wenn man konkrete Werte für irgendwelche Variablen hat. Schauen wir uns die Auswertung eines booleschen Ausdrucks nochmal ein bisschen genauer an, indem wir mal ein paar kleine Varianten angucken. Und dafür nehmen wir mal an, wir haben zwei lokale Variablen. Int Alter ist 23 und Int IQ ist gleich 42. Also zwei Werte, die wir dort haben. Und dann stehen hier immer boolesche Ausdrücke und dann habe ich die Auswertung praktisch mit so einem Pfeil dahinter geschrieben. Der Pfeil bewusst sieht nicht nach Programmierung aus, ist die Auswertung, die ich da gemacht habe. Ja, und dann steht hier eben drin Alter größer 20 und IQ größer Alter. Wird ausgewertet, Alter größer 20 ist true, IQ größer Alter ist auch true. True und true können wir nachgucken, wissen wir vielleicht schon, kommt true raus. Alter größer 20 und IQ kleiner Alter, habe ich und gesagt? Nein. Alter größer 20 oder IQ kleiner Alter. Ja, dann eben Alter größer 20 ist true, IQ kleiner Alter ist false. True oder false ergibt true. Dann eben hier noch ein komplexerer Ausdruck. Da muss man mal genau gucken, wie es aussieht. Also Alter größer 20 oder IQ kleiner 10 und IQ größer 99. Aha. Da muss man mal kurz gucken, wie wird das dann ausgewertet. Hier haben wir eben, wenn wir uns genau angucken, das Oder und das Und steht da so. Und das wird ja nicht von links nach rechts gemacht. Wenn man doch nochmal eine Folie zurückblättern würde, dann steht da Und bindet stärker als Oder. Also werten wir die Sache mal aus. Alter größer 20 ist true, IQ kleiner 10 ist false, IQ größer 99 ist auch false. Ja, und dann wird eben erst dieses Und ausgewertet. False und false ergibt false. Ja, und true oder false, was dann eben der Zwischenausdruck ist, ergibt letztendlich true, was rauskommt. Möchte ich, dass das mit dem oder erst ausgewertet wird, muss ich die Klammern setzen. Das sehen Sie hier dran. Das ist exakt der gleiche Ausdruck wie da oben, aber ich habe hier Klammern herumgesetzt. Das heißt, ich bin in der Situation drin, dass ich eben erst das hier machen will. Ja, das mache ich mal. Alter größer 20 ist true, IQ kleiner 10 ist false. True oder false. Wissen wir, ist ein Oder, kommt true raus und IQ größer 99 ist false. Ja, das heißt, ich komme zu true und false und dann kommt eben als Ergebnis false raus. Und wir sehen daran, dass das Setzen der Klammern, genauso wie es eben bei Punkt- und Strichrechnung bei der Multiplikation und Minus- und Plusrechnen, dass es sehr wichtig ist, darauf zu achten. Deswegen, also im Zweifelsfall Klammern setzen, ist absolut okay. Ja, dann sehen wir hier nochmal dran, ein bisschen mit der Negation gespielt. Also, wenn ich die Negation hier hinsetze, Negation heißt es eben, bezieht sich genau nur auf diese Klammer. Alter größer 23 ist false. Negation steht dann hier drin, nicht false. Alter kleiner 24 ist true. Ja, dann wird aus nicht false wird true. Das heißt, true oder true ergibt true. Und dann eben Alter größer 24 oder Alter kleiner 24. Heißt erstmal, ich werte innen aus. Alter größer 23 false. Alter kleiner 24 true. False oder true. Da kommt definitiv dann true raus und durch die Negation wird es dann false. Nebenbei, durch die Operatorenreihenfolge, Negation von Alter größer 23 gibt einen Fehler, weil er versucht hierbei einen Int-Wert zu negieren. Da muss also ernsthaft sogar eine Klammer gesetzt werden. Deswegen etwas mehr Klammern ist auch eine schöne Sache. Falls Sie das vorherige eben auf der Folie etwas langweiliger fanden, probieren Sie es aus. Ich habe das jetzt hier etwas weniger langweilig auch nochmal aufgeschrieben, wie das im Codepad aussehen kann, damit man sieht eben, dass die Auswertung hier von booleschen Ausdrücken hier natürlich auch möglich ist. Dass es also generell kein Problem ist, damit hier weiterzuarbeiten. Ja, gucken wir uns das nochmal an. Alter 23, IQ gleich 42, ganz brave Befehle. Alter größer IQ wird ausgewertet eben 23 größer 42, ist nicht, kommt false raus, als ein booleschen Ausdruck. False selber ist auch ein booleschen Ausdruck. Ja, und dann eben Alter größer 20 und IQ kleiner 10 und IQ größer 99. Wir erinnern uns gerade dran, es wird erst das hier ausgewertet und dann hatten wir eben gesehen, dass hier IQ kleiner 10, dass das eben false ist, IQ größer 99 auch false. Das hier mit dem und ist false. Alter größer 20 ist aber true, dass da eben true
oder false steht und dann kommt true raus. Ja, und wenn ich das eben anders klammer, hatten wir gesehen, dass hier steht eben Alter größer 20 und IQ kleiner oder IQ kleiner 10, jeweils die einzelnen Sachen, die hier stehen. Da kommt eben jetzt hier bei Alter größer 20 true raus, IQ kleiner 10 kommt false raus. Mit dem oder kommt hier ein true raus. Das wird mit und verknüpft. IQ größer 99 ist false. Ja, und eben False-Verknüpfung bei und führen immer dazu, dass das Ergebnis false ist. Und das steht dann hier eben auch so drin. Damit kann man dann arbeiten. Bootstrap-Ausdrücke sind damit generell also auch hier im Codepad bearbeitbar und wir haben damit die Chance, das sehr sauber darzustellen.